Mittags kommen dann noch die Hausfrauen und Mütter. Die unterhalten sich ja auch nicht zwischen den Übungen, sondern während der Übung. Die sind ja meistens auf dem Stepper oder auf dem Crosstrainer. Da geht es ja immer. Also Brigitte, ich kann dir sagen, du, eine Minute auf dem Gerät, mir läuft die Brühe die Arschbacke hin und ich frage mich sowieso, warum wir uns das antun. Seit wie vielen Jahren gehen wir jetzt in das Fitnessstudio? 10 Jahre? Haben wir schon was abgenommen? Wir haben da noch nichts abgenommen, aber das Kindergartenfest war ja heuer arg schön. Also Brigitte, dein Kuchen, ein Gedicht. Da musst du mir ja unbedingt immer das Rezept davon geben. 8-stücklich habe ich gefressen. 8-stücklich! Aber hast du den Kuchen von die Ulla probiert? Kannst du nicht fressen, kannst du nicht fressen. Das war so für das Spezialrezept. Sommerchriststolle. Statt Rosinen hat sie Muggenei gebacken gehabt. Aber sonst war es ja arg schön, gell? Aber soll ich dir was sagen? Ja, sag halt. Ich weiß nicht, ob ich das sag. Ach, sag's halt. Wir haben ja so Probleme mit unserem Jean-Pascal. Also seitdem unser Jean-Pascal im Kindergarten ist. Ich weiß nicht, ob ich... Ach, sag's halt. Also seitdem unser Jean-Pascal im Kindergarten ist, der biest wieder ins Bett. Bei uns heißt das Pinkeln. Bei uns heißt es Biesen. Ja, aber wenn der ins Bett biest, dann musst du mal mit der Kindergartenleitung drüber sprechen. Vielleicht ist da irgendwas im Argen. Nee, Brigitte. Weißt du, was ich denke? Ich weiß nicht, ob ich das sage. Sag's jetzt endlich. Sonst schmeiß ich dich vom Crosstrainer runter. Ach, sag's halt. Also, Brigitte, ich denke ja, unser Jean-Pascal ist hochbegabt. Weil er ins Bett biest? Ja, aber wie, es macht von der Bettkante aus.